Eine neue SBC ist rausgekommen, mit der machen wir innerhalb von ein paar Minuten 100.000 Münzen. Ich erkläre euch, wie das Ganze funktioniert hat. Let's go! An die smarteste Community auf YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Einen wunderschönen guten Abend zum Late-Night-Upload. Jungs, Doppel-Upload, eigentlich war es nicht geplant, weil ich, mir es persönlich nicht sonderlich gut geht. Ein Stück weit Fieber etc. pp. Aber egal, ich muss das Video raushauen, weil ich einfach Bock habe, euch die ganze Methode bzw. das, was passiert ist, zu erklären. Wir sind ja letztes Mal in der letzten RTG-Folge reingestellt mit 20.000 Münzen. Ihr seht jetzt gleich, wie viele Münzen wir insgesamt haben werden. Ne? Wenn euch das Video aber davor gefällt, würde ich mich natürlich riesig mit einem Support freuen über einen Daumen nach oben, einen Gesundheitsdaumen nach oben, ein gesundheitswünschendes Kommentar. Wäre sensationell. Und als ganz große Freude, dass ich gesund werde, muss ihr da abonnieren. Ist ja, denke ich mal, klar. Jungs, ich hoffe, euch geht's gut. Video wird unterstützt von OneFootball und Start Select. Ich hoffe, ihr kommt gut mit der Weekend League klar. Denn da stehe ich persönlich gerade 11-4 und ich bin eigentlich ganz zufrieden. Gehen wir rein in die ganze Sache. Und zwar starten wir rein mit den ganzen Verkäufen, die wir hatten. Die sind jetzt am Start. Ihr seht, Immobile und Jorginho haben wir verkauft. Rabiot ist weggegangen durch eine weitere SBC, des Weiteren Petrus, Götze und so weiter und so fort. Ihr seht es im Hintergrund. Stand jetzt 166.000 Münzen. Meine Methode, die ich zurzeit nutze, ist ein ganz normales überteuert Verkaufen. Heißt, ich benutze Spieler, die nicht so sonderlich viel wertvoll sind, pack die 500 Münzen teurer drauf und verkaufe sie wieder. Ganz einfaches Prinzip. Dadurch werde ich natürlich ein paar Münzen machen. Ihr seht es im Hintergrund aber auch, ich nutze die Footbin-Methode an. Ich habe Ascacibar geholt, ihr habt es gesehen, für 500 Münzen, der ging komplett für 1,3 bis 1,4 weg. Heißt, auch da haben wir mindestens nochmal 15.000 Münzen gemacht, was sehr, sehr gut ist. Und das sagt man natürlich nicht nein. Im Hintergrund seht ihr außerdem noch die Volta-SBC, die wir gemacht haben. Die werden wir am Montag, denke ich mal, ziehen, die ganzen Packs mit den Squad-Battle-Rewards. Die war nicht so teuer. Die würde ich euch auf jeden Fall auch empfehlen. Die geht jetzt noch einen Tag. Kriegt dann 35k Pack für 5k. Besser geht's nicht. Ja, würde ich auf jeden Fall machen. Weitere Verkäufe kommen jetzt durch die SBC, die neu rausgekommen ist heute Abend. Ich weiß gar nicht, wie die hier ist. Auf jeden Fall ist die SBC, geht es darum, dass 4 Icons gewürdigt werden. Ja, ihr müsst 4 SBCs abgeben. SCR zum Beispiel oder SCN mit einem Chelsea-Spieler. Ihr braucht einmal einen Argentinier und einen Inter-Mailand-Spieler, wo Lautaro Martinez unfassbar gut war. Den habe ich dreimal übrigens auch gekauft für 1,3, 1,4. Habt ihr dann für 4,2 direkt wieder verkauft. Waren auch wieder fast 10.000 Münzen. Aber ich zeige es euch im Hintergrund. Das ist jetzt eine Komplettaufnahme von dem, was ich gemacht habe. Denn ich trage natürlich alles in meine Liste ein und so weiter und so fort. Ihr seht, wir haben 17 Verkäufer am Start gehabt und so weiter. Wir hatten auch noch was auf der Kandidatenliste. Wir hatten noch was bei den nicht zugewiesenen Objekten. Und zwar suche ich mir gerade in der Liste, die ich halt überteuert verkauft anbiete, immer Spieler raus, die sehr, sehr gut steigen können, beziehungsweise die sehr, sehr gut weggehen. Und natürlich, mit ein bisschen Glück, hat man natürlich auch die, genötigten Coins, die man zurückbekommt durch die verschiedenen SBCs. Heißt zum Beispiel einen Musacchio, einen Giroud, einen Petro und so weiter. Die sind dadurch, dass halt Chelsea verlangt wurde, dass Argentinien aus der Serie A verlangt wurden, extrem gut weggegangen. Ich weiß nicht, warum meine Spanier alle weggegangen sind. Keine Ahnung, ich muss mir die SBC nochmal genau angucken, kann das mir vielleicht nochmal im Hintergrund machen. Ihr seht es zwar nicht, aber ich gucke einfach mal, wie es da aussieht. Des Weiteren sind auch andere Spieler, wie zum Beispiel die Dubois, die ich mir geholt habe für 1000, auch alle für 1800 Münzen weggegangen. Ja, geborene Legenden hieß die SBC. Okay, ihr braucht einfach, ja, La Liga Santander Spieler mindestens 3, okay. Dadurch sind sie halt wahrscheinlich weggegangen, dadurch sind sie gestiegen. Die werde ich auch nicht nochmal nachkaufen. Die werde ich nachkaufen, wenn sie wieder bei dem Preis sind, wo ich sage, ich bin zufrieden damit. Das ist eigentlich relativ einfach, diese Methode. Dazu muss man halt einfach wirklich sagen, Jungs, was ich euch empfehlen kann, listet immer 18.03 Uhr eure komplette Transferliste. Dadurch, wenn 19 Uhr eine neue SBC rauskommt, ihr 19.03 Uhr eure Spieler ablaufen und dann natürlich Spieler, zum Beispiel, die jetzt direkt die SBC machen wollen, blind auf dem Transfermarkt einkaufen und eure Spieler dann einkaufen. Dadurch sind halt bei uns 17 Spieler weggegangen. Ich habe sie ja nochmal neu gelistet und ihr seht, die sind halt immer wieder weiter weggegangen und immer wieder weiter weggegangen. Und dadurch sind natürlich die Spieler am Steigen und das ist natürlich die große Frage, was mache ich? Lasse ich dann natürlich die Transferlistenplätze frei? Nein, ich werde natürlich mit anderen Spielern weiter traden, denn es gibt unfassbar viele Spieler. Ihr könnt das mit jedem einzelnen Spieler machen, die gerne in SBCs verbaut werden, die gerne allgemein gespielt werden. Für 500 Münzen mehr gehen die sehr, sehr gut weg. Damit haben wir heute fast 100.000 Münzen gemacht mit dieser ganzen Sache. Ihr seht schon, ein paar Hermosos hatten wir noch, die haben uns sogar nochmal gesniped für 1.000 Münzen. Die kriegst du jetzt aktuell nicht mehr für 1.500 Münzen und so weiter. Da gibt es so viele Sachen und gerade weil diese SBC halt extrem geil ist, dadurch, dass sie halt extrem viele große Ligen umfasst, gehen natürlich noch viel, viel besser Spieler ÜV weg. Das bedeutet, guckt euch diese SBCs an, schaut an, wie lange geht die SBC erstens. Ich glaube, die müsste jetzt, 2 Tage gehen.
Wir können uns das Ganze nochmal kurz angucken, beziehungsweise ich gucke mir das Ganze kurz an. Um uns das 6 Tage geht die sogar. Ja, sozusagen jetzt 6 Tage Zeit, diese SBC erstens abzuschließen. Und 6 Tage besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass diese Spieler, die benötigt werden, ÜV noch besser weggehen, weil halt viele diese SBC machen möchten. Ja, deswegen immer, wenn SBCs rauskommen, guckt nach, welche Spieler könnten verlangt werden. Und wenn Spieler verlangt werden, die vielleicht zu teuer sind, guckt, wie kann ich sie am besten linken. Ja, dass ihr euch immer Alternativen sucht. Das ist jetzt am Beispiel jetzt mal Pedro und Giroud gewesen. Aber das heißt nicht, dass das jetzt funktioniert. Ihr müsst euch da eigene Gedanken machen. Was funktioniert? Wie geht's insgesamt? Welche Spieler kann ich mir kaufen? Welche Spieler gehen sehr, sehr gut überteuert verkauft weg dadurch, dass sie halt öfters in SBC-Lösungen benutzt werden? Da wieder die Footbin-Methode. Schaut bei Footbin nach. Ihr habt da so viele Möglichkeiten, wie ihr verschiedene passende Spieler gerade für eure kleine UV-Liste raussuchen könnt. Ihr könnt natürlich auch sagen, UV interessiert mich nicht, ich gehe nur auf Footbin-Methode und so weiter. Ihr habt jede Menge Möglichkeiten, aber ich habe jetzt in den letzten Tagen sehr, sehr gut festgestellt, dass wir extrem viele Münzen dadurch machen konnten, dass ich mir gesagt habe, hey, Top-Partien, was ist rausgekommen? Wir gucken einfach mal rein, Top-Partien schauen wir uns an. Dänemark, Schweiz, Italien, Griechenland, Frankreich, Türkei, Norwegen, Spanien. Heißt, Spanier werden vielleicht öfters abgegeben, Italiener, Franzosen, bumm, kaufe ich natürlich erstmal mehr dafür. Deswegen Pedro, einen Giroud, ein paar Spanier, die habe ich einfach geholt. Fällt natürlich dann irgendwann weg, dann gucken wir mal wieder, was wird sonst gebraucht. Gerade weil jetzt Länderspiele sind, geht es natürlich eher auf Länder. Wenn normale Top-Partien sind, geht es eher auf die Ligen zu, die dann öfters weggegangen oder weggehen werden. Da kann natürlich gerade Footbin extrem viel nachhelfen. Gerade da könnt ihr euch extrem coole Listen machen. Und wenn ihr merkt, Spieler funktionieren echt gut, dann macht euch da schon mal eine Liste. Denn wenn solche Spieler öfters mal in SBCs verbaut werden, selbst in 2-3 Wochen, dann wisst ihr direkt, welche Spieler muss ich denn einkaufen, dass ihr natürlich diese Münzen nochmal neu machen könnt. Zum Beispiel einen Lautaro Martinez war jetzt eine 19 Uhr Methode. Heißt sozusagen, ich habe 19 Uhr geguckt, was wird benötigt, habe dann versucht, diesen Lautaro Martinez, weil es mir als erstes in den Kopf gegangen ist, direkt zu snipen. Hat 3-mal funktioniert, man hätte natürlich noch so unfassbar viel mehr holen können, aber ich habe es halt leider nicht geschafft und ich war mir unsicher, wie weit wird er steigen. Dass er jetzt 4K kostet, ist natürlich bitter, weil da hätte ich natürlich bis 2000 Münzen, hätte ich 200K reingeballert, hätte ich halt ganz entspannt 400.000 Münzen rausgeholt. Das ist halt schon sensationell. Aber allgemein, dadurch, dass halt hier zum Beispiel auch ein Bonaventura wird anscheinend gebraucht, beziehungsweise hat ein hohes Rating, obwohl er eigentlich, ich glaube, der wird gar nicht so oft gebraucht. Ich gucke gerade mal rein, ihr braucht nur Serie A mindestens 3 Spieler, Spieler aus derselben Liga maximal 5, Nationalitäten mindestens 4 und Gold mindestens 10 Spieler, Teamchemie 75. Wo wird da gesprochen, dass man Bonaventura braucht? Da braucht man x-beliebig einfach nur 3 Spieler aus der Serie A. Warum muss das unbedingt Bonaventura sein? Also es ist gerade bei dieser SBC, was ich halt sehr, sehr geil finde, steht nicht da, dass du ein maximales Rating brauchst. Klar, du brauchst zum Beispiel bei El Tractor Argentinien mindestens 3 Spieler, Inter Mailand einer, deswegen ist Lautaro Martinez halt so hochgegangen. Serie A maximal 5 Spieler und selten mindestens 4. Deswegen Bonaventura vielleicht seltener. Serie A passt, ihr braucht ihn bei beiden Challenges, deswegen geht er vielleicht hoch. Aber das ist meiner Meinung nach eine Karte, die ganz, ganz schnell wieder sinkt. Das geht halt relativ schnell. Die steigen schnell an, weil Lösungen gebaut werden und die sinken dann relativ schnell wieder, weil es unfassbare viele Möglichkeiten gibt, diese Footbin oder diese SBC durch eine Footbin-Lösung zu lösen. Ja, da ist nicht überall Bonaventura drin, aber gerade das ist halt so geil, wenn ihr zu Hause seid um 18.03 Uhr, eure Spieler listet, 19.03 Uhr gehen erstmal viele weg, dann könnt ihr nochmal nachschauen, stellt sie nochmal drauf, gehen nochmal viele weg und dann kauft ihr irgendwann, wenn die Spieler wieder gesunken sind zu dem Preis, die ihr haben wolltet, wieder nach. Zum Beispiel Gijot habe ich gestern Nacht leider nur einmal für 450 erboten, ging direkt für 2.300 Münzen weg. Wieso? Fragt mich nicht, wahrscheinlich Footbin-Lösung, gar keine Frage. Vielleicht auch wegen Sisu, weil man da mindestens 2 Frankreich-Spieler braucht. Aber wer baut da jemanden ein aus der russischen Liga? Das ist sehr, sehr schwierig. Dann habe ich nachgeguckt, wie sieht es denn aus mit Son, wie viel er überhaupt wert ist. War noch ein bisschen teuer, weil das ja unser nächster Kauf sein sollte. Wenn wir Lukas verkaufen, sind wir knapp bei 400.000 Münzen. Heißt, uns fehlen noch knapp 100k, dann können wir uns Son kaufen, dann fehlen uns glaube ich nur noch knapp 500.000 Münzen, um am Donnerstag dann Vollgas zu geben und unser Team fertig zu haben, denn am Donnerstag zählt es dann, am Donnerstag heißt es, entweder ich mache einen Stream, 12 Stunden Stream mit Caligiuri-Trikot oder ich mache keinen Stream mit Caligiuri-Trikot und da, was wir wollen, ist denke ich mal völlig klar, wir wollen kein Stream mit Caligiuri-Trikot. Also das ist eine relativ einfache Methode, die ich euch einfach nur ins Herz legen kann, guckt da wirklich nach, ihr seht die Dubois, die gehen auch weg. Warum auch immer, ja, kann sein, dass es in der Footbin-Lösung ist. Ihr seht es vielleicht auch nochmal im Hintergrund, vielleicht blende ich das einfach nochmal ein.
denn wir haben die restlichen Dubois auch nochmal alle verkauft. Das sind insgesamt 5 Stück nochmal für 1,8. Wir haben nochmal 3 Bonaventuras für 1,8 verkauft. Und Zielinski, weil der gebraucht wird wegen Serie A für 1,5. Das sind so einfache Sachen, die man halt machen kann. Macht euch auf jeden Fall selber Gedanken. Das ist ganz, ganz wichtig. Macht euch selber Gedanken, wie das Ganze ablaufen wird. Macht euch Gedanken, welche Spieler werden benötigt. Einfaches Ding. Wenn der SBC rauskommt, geht's natürlich klar. 18:03 Listen, 19:03 gehen dann laufen eure Spieler aus, sie werden verkauft. Könnt ihr dann wieder neu einkaufen, eine Stunde, 2 Stunden später. Ganz, ganz einfaches Prinzip. Aber so habe ich jetzt in den letzten Tagen sehr, sehr gut meine Münzen gemacht. Und ihr seht es im Hintergrund, wir sind mit 20.000 gestartet. Wir waren letzte Woche bei 20.000, sind jetzt bei 339.000 Münzen. Sage ich jetzt persönlich mal nicht nein. Wir haben auch die 2-Millionen-Marke Transfererlös geknackt, 2,1 Millionen knapp. Sensationell. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wundervollen Tag. Ich bin raus, wir sehen uns morgen beim nächsten Video wieder. Euer Chris und ciao, ciao.